Also erstmal hallo, wie gesagt, ich bin Liam, ich bin einerseits Redakteur bei Klasse in Klasse, andererseits auch Student der Soziologie an der LMU hier, also ich krieg auch einen Hals bei dieser Scheiße, die jetzt vor uns steht. Aber ich glaube, deswegen müssen wir erstmal begrüßen, dass wir heute hier wieder alle auf der Straße sind, was ich glaube auch ein wichtiger Schritt ist, dadurch, dass wir zurzeit alle eigentlich zu Hause eingesperrt sind, seit wie lang? Über einem Jahr. Ne? Das macht auch ultra Spaß, auf jeden Fall. Aber ja, genau, es ist wichtig, dass wir hier auf der Straße sind und unseren Protest zum Ausdruck bringen. Aber es ist auch dringend notwendig, dass wir den Widerstand gegen diese Reform ausweiten. Ich glaube, wie wir hier in den unterschiedlichen Plakaten sehen, geht es uns nicht nur um einzelne Passagen in diesem Eckpunktepapier. Ich glaube, wieso wir heute gegen diese Reform kämpfen müssen, ist eben nicht wegen einzelnen Passagen, sondern wegen dem Wesen dieser ganzen Scheiße. Es geht hier darum, dass es einen konkreten Angriff auf unsere Unis gibt, wie es in allen anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes bereits seit Jahren getan wird, wie meine Vorrednerinnen schon gesagt haben. Also müssen wir diese Reform stoppen. Wir arbeiten auch als Teil des Komitees gegen die Hochschulreform. Wir tun dies, weil wir eine Vollversammlung zu Beginn des kommenden Semesters machen wollen. Diese Vollversammlung soll den Studierenden und Beschäftigten zusammenbringen, um den Widerstand gegen diese Reform zu koordinieren. Aber wir tun diese Vollversammlung nicht nur, weil wir uns gegen diese Reform verteidigen müssen, sondern weil ein solches Beispiel wie die Vollversammlung auch zeigen kann, welche Uni wir auch haben können, wenn wir auch selber über unsere Unis entscheiden. Und nicht nur als Studierende, weil wie schon gesagt wurde, sind die Arbeitsbedingungen in den Universitäten ja ziemlich scheiße. Aber das liegt auch daran, dass man uns seit Jahren erzählt, dass Studierende eine Interessensgruppe sind, dass nicht wissenschaftliche Beschäftigte eine andere Interessensgruppe sind und diese ganze andere Scheiße, die wir schon kennen. Aber es ist nicht der Fall. Es macht keinen Sinn, dass wir als Studierende uns selber als etwas Getrenntes vom Rest der Uni denken, insbesondere für diejenigen, die dafür zuständig sind, dass die Unis auch jeden Tag funktionieren. Denn das Beispiel des Münchner Komitees, von dem ich gerade gesprochen habe, zeigt im Kleinen die Perspektive einer Bildung auf, die von den Beschäftigten und Studierenden kontrolliert werden muss. Wir müssen aber auch anerkennen, und ich glaube, die Zahl heute zeigt leider mal wieder, dass wir uns nicht nur im universitären Rahmen gegen diese Reform stellen können. Das geben auch die Kräfteverhältnisse im Landtag nicht. Und umso wichtiger ist eben die Frage, mit wem können wir gemeinsam kämpfen? Ich glaube, als Perspektive müssen wir als Studierende auch mit den Beschäftigten, also unsere Dozierenden, nichtwissenschaftlichen Beschäftigten an der Uni und auch Professorinnen in Richtung eines Streiks denken. Wir müssen streiken, um diejenigen, die vorhaben, unsere Hochschulen zu Unternehmen zu verwandeln, zum Rücktritt zu zwingen und die Hochschulreform erfolgreich zu blockieren. Aber wie streikt man? Das ist natürlich auch die Frage. Man kann ja nicht einfach so machen. Wir sind gerade alle zu Hause, weil wir Online-Lehre haben und diese ganze Kacke. Es sind ja auch hier einigen Leute, sorry, ich habe den Namen vergessen, aber der Kollege von Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften hat ja auch gesagt, er ist bei GW. Ich glaube, die Gewerkschaften sollten, wir sollten uns auch an sie richten. Also es gab ja auch ein Statement, was dazu veröffentlicht wurde. Und wieso müssen wir das tun? Nun ja, wir sind gerade auch in einer Zeit, wo anstehende Kämpfe vor uns sind. Das heißt,
wir haben natürlich den Kampf gegen die Hochschulreform, aber die Gesellschaft hat natürlich auch andere Sektoren, die sich jetzt auch in einen Kampf begehen. Und diese will ich nennen, weil es wichtig ist, uns vor Augen zu führen, dass wir nicht alleine kämpfen. Nur wenn wir den Kampf alleine verstehen, werden wir scheitern. Deswegen fange ich jetzt an, euch zu erzählen, welche Kämpfe anstehen, weil wir darüber nachdenken müssen, wie wir uns mit ihnen solidarisieren können, damit wir gegen diese Reform kämpfen können. Im Frühjahr werden die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr für einen neuen Tarifvertrag, für Arbeitszeitverkürzung kämpfen. Und das tun sie in einem Bereich, welches ähnlich wie die Universitäten auch schon seit Jahren unter solchen Maßnahmen wie Privatisierung leiden, die eben auch solche Maßnahmen, wie vorhin gesagt wurde, zum Ersparen im Fall von Löhnen zum Beispiel oder in anderen Sachen durch eben diesen neoliberalen Geist gespart wird. Im Einzelhandel werden die Beschäftigten, die in der Mehrzahl Frauen sind, auch für bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen kämpfen, nachdem sie immer wieder monatelang großen gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt waren und, wie jetzt kurz nebenbei gesagt wurde, wir vor einer dritten Welle stehen. RKI hat ja gesagt, sie erwarten das noch schlimmer im April als im Dezember. Also da haben wir unsere große Leistung gebracht, dass wir jetzt ein Jahr zu Hause waren, damit die Scheiße immer noch schärfer wird mit Corona. Das macht auf jeden Fall Sinn, dass es unser größter Beitrag aktuell sein kann. Aber auch bei der Deutschen Bahn, und das ist, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Streik, der bevor uns steht, sind die Tarifauseinandersetzungen auf einen Kampf in Bezug auf das Tarifeinheitsgesetz, also in Bezug darauf, wie wir in Deutschland überhaupt streiken können. Es geht um ein demokratisches Recht, nicht nur um Tarifverhandlung, sondern auch, welche Rechte wir in diesem Land auch haben. Und bereits jetzt, also nicht nur stehen Kämpfe vor uns, sondern bereits jetzt gibt es Kämpfe in der Metall- und Elektroindustrie. Und zwar dem stärksten Bereich der deutschen Wirtschaft, die ebenso eine krasse Kampffähigkeit und Streikmacht haben kann. Und an sie müssen wir uns richten. Es gibt aktuell, und das müssen wir überlegen, wie können wir uns an sie richten? Es gibt ein Streik-Soli-Komitee in München, das sich gebildet hat, um die Beschäftigten in ihren Kämpfen zu unterstützen und mit ihnen solidarisch an Seite bei Seite zu stehen. Und auch, um Druck auf die Gewerkschaften aufzubauen, die in den meisten Fällen auf Kompromisse eingehen, genauso wie man uns sagt, was wir hier im Fall dieser Hochschulreform tun. Ich habe ein Mikrofon kaputt. Ich kann auch so machen, ich weiß aber nicht, ob man mich hört. Hört man mich? Ja. Okay, dann mach ich einfach mal so. Was? Ja, du hast eine gute Stimme. Also. Wir müssen uns daran beteiligen und solidarisch zu diesen Streiks erklären. Nicht nur, weil wir... Ja, okay, jetzt geht's wieder. Nicht nur, weil wir es für richtig halten müssen, dass Beschäftigte für eine bessere Lebensgrundlage streiken, sondern weil wir auch mit der Überzeugung hingehen müssen, dass wir, genauso wie Sie, von diesen Regierungen verarscht werden und dass wir gegen eine solche Politik kämpfen wollen. Und zuletzt zu sagen, ich habe schon gesagt, dass die Perspektive gegen diese Reform im Streik steht. Aber wir müssen uns nochmal vor Augen führen, wie schon mehrmals betont wurde, aber in welcher Zeit gerade diese Reform durchgesetzt werden soll. Wir stecken mitten in einer Kackkrise, nicht nur in Bezug auf die Gesundheit, sondern in Bezug auch auf die Ökonomie. Und jetzt, nachdem Milliarden von Euros in Großunternehmen investiert wurden, die dann dafür zuständig sind, Beschäftigte massenweise zu entlassen, erwarten Sie von uns, dass wir zurückhalten und einfach abwarten, dass man
die Kosten dieser Krise auf unsere Schultern abwälzt. Aber das dürfen wir nicht tolerieren. Deswegen kämpfen wir gegen diese Hochschulreform, aber wir kämpfen auch dagegen, dass die Kosten dieser Krise auf unsere Schultern abgewälzt werden. Vielen Dank.